Hey Leute, hier ist der alte Mann mit Gothic 2. Weiter geht's. So, ich wollte jetzt nochmal gucken, ob es noch einen anderen Weg, der sicherer war, nach Quodron. Sonst geht's zu den dreckigen Banditen. Die feuchten Banditen. Die klebrigen Banditen. Wie war das nochmal? Genau, ne? Die klebrigen Banditen. Wir sind die klebrigen Banditen. So, also wir folgen der Straße und dann die erste links. Wir waren ja weiter, glaube ich, ne? So, also, ne, warte mal, irgendwie bin ich zu blöd. So, das ist hier. Da waren die Orks letzte Folge. Ach ne, das war hier. Es gibt aber noch eine Strecke und die ist weiter da hinten. Okay, warte mal. Wir waren die erste sogar runter. Moment, Moment. Dann habe ich mich ja verguckt. Warte mal. Ist doch ein bisschen blöd. Ach ja, genau. Okay, wir müssen hier durch. Ah. Ich verstanden. Hier waren wir auch nicht mehr, seit wir mit Jackie lang gegangen sind. Jackie Boy. Ah, hier hoch muss ich, ne? Mein Handy vibriert. Ach, der Wecker. Ja. Dankeschön. Danke für die Info. Ist das jetzt hier? Wir sind da. Sehr gut. Gucken wir, was hier irgendwas liegt. Oh. Millionen Heilpflanzen und Weidebeeren. Pass auf jetzt. Sching, sching, sching. Orks. Die Klingen ziehen. Ah, guck mal, was ist das denn da? Spruchrollen, mehr davon bitte. Die können auch nicht altern, ne? Ah, sag bitte nicht, sie sind untot. Okay, sie leben. Das ist gut. Aber nur einer. Aber das sind doch Gegner, ne? Das ist so genauso meine Größe. Bin der Beste. Blablabla, bla, bla, bis der erste Ork auftaucht. Das ist ein Lagerfeuer. Oh, das kommt mir bekannt vor. Eigentlich kommt mir alles bekannt vor, aber trotzdem. Das ist, glaube ich, auf so einem Stein und da war irgendwas. Guck, das ist das andere Teil. Okay, warte mal. Jetzt bin ich an den ersten Dingern vorbeigerannt, glaube ich. Ne, es müsste... Ich glaube, hier sein... Ich will irgendwas essen. An was ist denn der Snapper da? Mal gucken, ob ich die überhaupt schaffe. Nein, der Goblin! Du Mörder! Ach, guck mal. Ich glaube, wir können mal zurück die ganzen Snapper hier angehen. So, was haben wir hier? Eine dicht bewaldete... Geht's hier hoch? Hier geht's hoch? Oh nein, Harpien! Ich hasse Harpien! Die schreien immer so! Oh Gott, meine Ohren! Oh Gott. Es tut mir leid, falls jemand mit so einer verheiratet ist. Oh Gott. So stellt man sie sich vor. Oh Mann, hört das denn nicht auf? Ist da noch ein Troll? Habe ich Monster schrumpfen? Oh, schade. Warum habe ich nicht noch mehr Monster schrumpfen? Ich meine, ich könnte ja versuchen, den so zu killen. Der Depp. Den schaffen wir schon. Pass auf. Och, nö.
Ach ja, noch ein paar. Komm, gib mir doch noch ein paar Harpien. Ich will nicht. Okay, die kriegt mich nicht. Sekunde. Sekunde. Alter, wie viel Lebensenergie habe ich denn jetzt? Guck mal, die steht da rum. Den ganzen Tag steht die rum und wartet auf so ein Opfer. Die warten bestimmt darauf, dass der Troll... Oh ja, schreit zweimal hintereinander. Oh Gott, meine Ohren, ey. Guck mal, das sind Goblins. Guck mal, die kämpfen zusammen. Und dann, wenn der große Grumpbams ihn tötet, dann... Okay, pass auf. So. So. Okay, pass auf. Das kann ja nur eine halbe Stunde dauern oder so, bis der tot ist. Ich meine, ich habe ja noch ein paar Zaubersprüche, aber ich werde nicht hier den Golem benutzen. Meine Güte. Ja, komm erstmal näher. Okay, hoffentlich. Komm, du schaffst nicht, an mich ranzukommen. Okay, das denke ich mal, hat sie erledigt. Okay, das wollen wir gar nicht mehr weiter probieren. Schade. Okay, mal gucken, was Zaubersprüche machen. Wir haben ja abgespeichert. Wir sind ja hier zum Testen. Wir haben hier so einen Feuerregen. Der ist natürlich ziemlich imbar. Wir testen jetzt erstmal durch, was so geht. Ach lol, guck mal. Das war's schon? Der macht ja so einen Gruppen-Area-Damage. Den sollte ich vielleicht nicht benutzen. Aber der war gut. Was könnte man noch benutzen? Kleiner Feuersturm. Ist er jetzt tot? Ist aber irgendwie in der Wand. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Bei Pio, du Lump! Ah, egal. Komm, wir laden. Ich glaube, wir organisieren uns nochmal ein Monster schrumpfen. Von irgendwo. Vielleicht finden wir das irgendwo. Dann kommen wir wieder. Weil ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Eine bessere Waffe wahrscheinlich. Wir können dran vorbeischleichen. Das geht auch. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall zwei Kisten. Ja, irgendwo hier. Direkt da, rechts von der, vom Eingang und so. Hm. Ich meine, der Golem, das wäre schon schade, wenn wir den jetzt benutzen. Ein paar Goblin-Skelette erschaffen. Das könnte schon funktionieren. Die werden wir sowieso nicht mehr so häufig einsetzen können. Covermanga! Greift an, meine Kleinen! Ah! Weg! Oh oh, ich höre Untote. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Hm.
Kann er den hauen? Kann er den Zombie hauen? Ich geh erstmal weiter, bis der Zombie von mir ablässt. Nein! Oh ja, die kämpfen gegeneinander. Also das mit den Goblin war gut, oder? Wie viel Leben hatte der Troll noch genug, oder? Es hat aber Spaß gemacht. So, wir könnten versuchen, die Goblins erstmal zu killen. Machen wir erstmal die Goblins tot. Machen die Lappen denn da auch? So, ist der Totschall, dass ich irgendwie so Goblin-Krieger beschwören kann oder so. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder weg hin. Ob der ablässt von uns. Ich will ihn schon gerne killen. Das ist halt die Frage, ob wir ihn schaffen. So, pass auf. Okay, jetzt haben wir schon mal die meisten gekommen. Ist ja nur noch einer da. So. Wie gesagt, der... Ich meine, wir könnten den Golem auch benutzen, um da reinzugehen, aber... So, jetzt die Goblin. Komm her, letzter blöder Goblin. Jetzt ist er tot. Wie viel hat er denn noch, der Troll? Ich kann ihn nicht ins... Oh, oh, der hat einiges verloren. Oh. Ups. Das waren meine eigenen. Okay, so viel dazu. Gut, das hat funktioniert. Wir machen keinen... Kein kleiner Feuersturm. Der Große macht Hälfte Energie, aber den dazu... Na, also wir könnten damit ja eine ganze Horde platt machen. Schade. Schade, scheiße. Das meine ich. Nicht schade. Oh, guck mal, da ist ein Haus. Sekunde, ich muss mal hier gerade... Ist ja noch auf 4, aber ich muss mal abspeichern. Warte mal. 4. Wir haben so einen Blitz, aber der geht auch durch mehrere durch, oder? Wir machen mal hier so... Großer Feuerball und Feuerpfeil und Eispfeil, alles drauf. Und kleiner Feuerball. Ja, so. Ich speichere mal hier. So. Ja, die kleinen Goblins sind zum Kotzen. Ich könnte die auch noch wegmachen, aber... Und wenn ich jetzt Magier wäre, könnte ich die alle beschwören. Und los geht's. Scheiße. Okay, so. Nein, nein. Großer Feuerball. Nein. Nein. So. Hä? Ist gut Mana? Ah! Alles egal. Oh.
Warte, warte, ich schaff das. Ach, scheiße, er dreht sich mit. Nein! Okay, wir kommen wieder. Ich will den Feuersturm jetzt dafür nicht benutzen. Ich hab's zerstört. Ich habe das Menü aufgemacht und bin gestorben. Jetzt muss ich neu starten. Der Beste. Mann. So, okay, da bin ich wieder. Egal, wir gehen jetzt hier weg. Wir gehen jetzt hier weg. Willkommen auf dem Kanal. So, habt ihr nicht gesehen. Gehen wir erstmal weiter ins Tal. Meine Güte. Haben wir die Harpien auf jeden Fall weggerotzt? Ja, ich such mal. Ich guck mal, dass wir Monsterschrumpfen bekommen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Okay, das sind Heuschrecken. Aber ich höre noch irgendwas anderes. Ist ja gut, Ladies. Aua. Sehr schön. Da ist nichts zu holen. Das Spiel nicht mehr gestartet bekommen, ey. Meine Güte. Sind wir 10 Millionen Prozesse löschen? Jetzt habe ich die Bilder auch nicht mehr auf. Toll. Ich höre irgendwas schlafen. Oh, das sind Goblins. Ach, das sind Sumpfratten. Meine Güte. Noch ein bisschen hartnäckiger geht's wohl nicht. Okay, das sind. Das ist ein Schattenläufer. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Ich kann ja hier hoch. Nee, hier hoch. Aha. Oh, da sind Snapper.
Scheiße, ich habe nicht gespeichert. Oh, Angst. Oh, das könnten wir gegen den Troll gut benutzen. Aber ist die Frage, ob er lang genug das aufrechterhält, dass wir ihn killen können. Ja, guck mal, die mussten hier auf den Felsen ausharren, weil die Snapper sie da hochgejagt haben wahrscheinlich. Oh, danke schön. Da freut sich einer. Hör ich das Scavenger? Weg mit dir, du. Du Fliegiwutz. Alter. Ob ich da runterspringen kann? Ob da Wasser ist? Ach, gehen wir lieber wieder hoch. Müssen wir mal abspeichern hier. Immer zu selten, immer zu selten. Da ist er. Oh Gott, mein Herz. Oh. Entschuldigung. Oh Gott. Oh, das war mein erster Schockmoment bei kurzes Mal. Willkommen, ja, so hört sich mein Schrei an. Und wer hat's erschreckt? Entschuldigung. Ich kann... Oh Mann, ey. Oh. Jesus, ey. Ah. Okay, alles klar. Wir pushen uns mal hoch. Wir versuchen ihn mal anzugreifen. Ich bin hochgesprungen. Boah. Ja, ich bin Schreier. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann gut kreischen. Der war doch fast tot. Mann. Der Sack muss dran glauben. Es wird jetzt erstmal noch ein paar Tage dauern wahrscheinlich. Ach Scheiße. Okay. Er kommt ja langsam auf mich zugekrochen. Vielleicht müssen wir erstmal hier runtergehen wieder. Ja, ach ja, guck mal, hier unten habe ich abgespeichert. So, warte mal. Warum habe ich denn hier noch volles Leben? Ach, warte mal, ich glaube, ich bin woanders lang gegangen. Und gar nicht zu ihm. Da ist ein Skelett. So. Hier lang. So, wenn wir von hier unten kommen, dann können wir den viel besser angreifen, glaube ich. Mann, ey. Oh, my God.
Mein Gott, für 300 XP ist das viel zu viel Arbeit. Oh, ich will, ich will. Mein Gott. So, das ist die Hütte. Jetzt müssen wir hier nicht alles schlubbern. Ach, hier ist ja sogar jemand. Da, was ist denn das denn da hinten für Scavenger? Eremit. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Inos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Was gebe ich denn jetzt? Rüstung vom Ring des Wassers geben. Mittlere Piratenrüstung geben. Ich kann ihm die Ring des Wassers Rüstung geben? Ich meine, ja, warum nicht, oder? Warum? Scheiß drauf, oder? Ich weiß ja nicht. Mittlere Piratenrüstung. Ich weiß nicht, ob ich noch eine schwere Piratenrüstung bekomme. Na toll. Erst machst du... Ich muss mal gucken. Ich kann auch bestimmt so Burgerklamotten holen, aber... Ach, Piratenrüstung? Warte mal. Ja, aber die... Was für eine mittlere Piratenrüstung. Jetzt will ich das mal gerade testen. Was meint ihr denn da? Ich hab... Tatsache. Ach, es gibt ja meine. Was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann. Hier. Was habe ich denn jetzt für Steintafeln bekommen? Ach, egal. Komm, wir laden mal. Wir können ihm die Rüstung gerne einem anderen Mal übergeben oder so. Ich meine, die Ring des Wassers Rüstung, ich werde die nie wieder benutzen. Ich werde sie nie wieder benutzen. Ist Blödsinn. Ich habe hier ein... Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Eine Rüstung, Junge. Du kannst das ganze Tal befrieden. Warte mal, kann ich hier schlafen? Wahrscheinlich, oder? Dann kann ich nämlich die Viecher da wegklatschen. Dass der hier einfach mit denen so lebt. Aber ist ja echt gemütlich, aber mit dem riesen Fenster und keine Tür. Ist bestimmt ein guter Durchzug. Hallo. Hallo. Geh weg, ihr blöden Vögel. Grasland. Scavenger. Ich glaube, die sieht man super selten hier, oder? Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Ach, guck mal hier. Greg war wieder da. Baut er natürlich hier eine Hütte hin. Und wird von nichts getötet. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Na toll. Orks. Ach, guck mal da!
Ha, guck mal, das ist das Portal. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir das hier schon mal gelöst. Aber wo ist die Säule? Sockel! Sockli! Das gibt's doch nicht. Ja, wir können ganz woanders sein. Vielleicht hier hoch? Nein, das gibt's doch nicht! Und das war die Geschichte. Credits. Ach scheiße, ich habe nicht gespeichert. Echt nicht? Oh Mann. Guck mal, ob ich die abknallen kann. Läuft. So, weg damit. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nochmal den Schatz ausgraben. Die Säule ist bestimmt da, wo der Ork ist. Der Ork. Der Ork. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. So, speichern. Da war noch eine Kiste, das machen wir auch später mal. Können wir den nach dem Sockel vielleicht fragen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, wir hatten hier diesen kleinen Übergang, der ging dann zum Skelett. Gibt's doch nicht. Meine Oma eine Hülle mit dem Skelett. Bin ich jetzt zu blöd, wo dieser blöde Sockel ist? Muss ja irgendwo da in der Nähe sein. Ich glaube nicht, dass er bei den Orks ist. Ich hoffe, dass jetzt die Brücke runtergefallen. Was sind das da unten? Goblins? Goblins mit Äxten? Ja, die tanzen so dumm rum. Und dann töten wir erstmal die hier. Pass auf, jetzt kommt der Ork von hinten. Goblins. Und das ist ein Grab, glaube ich. Na gut, liebe Leute, aber ich muss jetzt erstmal hier aufhören und ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächste Folge bei Gothic. Alles klar, ich gucke jetzt mal gerade, ob ich hier irgendwo noch was finde und dann geht's weiter. Also bis dann, wie immer, liebe Leute, haut rein.